In dieser OpenGeoEDU-Einheit wollen wir uns einmal den Join-Operator anschauen. Relationale Datenbanken speichern die Daten in Tabellen ab. Mit Join verknüpfen wir zwei Tabellen. Im GIS-Kontext trägt meist eine dieser Tabellen die geometrische Information, bringt also den Raumbezug mit sich. Die andere Tabelle beinhaltet Sachdaten, die mit der raumbezogenen Tabelle verknüpft werden sollen. Dazu muss es in beiden Tabellen einen gemeinsamen Schlüssel geben. In vielen unserer Fallbeispiele verknüpfen wir raumbezogene Verwaltungsgebiete, die Gemeindegeometrien in Deutschland, die meistens mit dem geometrischen Datentyp Polygon definiert sind, mit dazugehörigen Sachdaten, zum Beispiel zur Bevölkerung in diesen Gemeinden, Anzahl der Bevölkerung, Altersverteilung der Bevölkerung, Geschlechtsverteilung der Bevölkerung und so weiter. Nach dem Join-Operator lassen sich dann im GIS die Sachdaten räumlich analysieren und auch visualisieren. So erkennt man dann schnell bestimmte Raummuster. Wir wollen dies hier an einem kleinen Beispiel aus der Landwirtschaft erläutern. Gegeben sei die links mit einem räumlichen Datentyp Polygon versehenen Gebiete mit wenigen aus der Geometrie ableitbaren Attributen, wie zum Beispiel der Fläche in Hektar und dem Umfang. In der anderen Tabelle seien die Eigenschaften dieser Flächen wie Eigentümer und Nutzungsart gespeichert. Über welches gemeinsame Attribut kann nun ein Join der beiden Tabellen erfolgen und wie sieht das Ergebnis inklusive Spaltenüberschriften aus? Die ID in der linken Tabelle und die OID in der rechten Tabelle scheinen die Primärschlüssel zu den Tabellen zu sein. Das heißt, diese sind wahrscheinlich geeignet für die Nutzung im Join. Wie man sieht, gibt es aber nicht für jeden Eintrag in beiden Eingangstabellen einen passenden Verknüpfungsschlüssel, sodass im Join dann, also wir haben jetzt hier den gemeinsamen Schlüssel für beide Tabellen, über den wir die Tabellen nun miteinander verknüpfen. Und im Join, man sieht also, es gibt nicht jede Nummer ID in der Spalte der Sachdatentabelle unter Objekt-ID, sondern nur die 12 und die 14. Im Join werden nun sämtliche Attribute, die im Schlüssel passen, von der einen Tabelle mit den Attributen der anderen Tabelle, die im Schlüssel passen, kombiniert und es entsteht als Join eine in der Regel breitere Tabelle, die genau die über Objekt und ID einheitlichen Einträge miteinander verbindet. In der Ergebnistabelle entstehen auch einige Redundanzen, zum Beispiel steht die ID und die OID doppelt hier. Ansonsten hat die Ergebnistabelle alle Einträge, die über ID und OID identisch verknüpfbar waren, nun in einer Tabelle zusammengefasst. Wenn sich über diesen Join allerdings die Eingangsdaten verändern, zum Beispiel ein Eigentümer wechselt in der Sachdatentabelle, dann müsste dieses Join nochmals durchgeführt werden. Alternativ gibt es zum Join auch den Operator Link oder Relate, das heißt von GIS zu GIS sehr unterschiedlich, in dem bezogen auf die Treffer auf die Originaleinträge in den Tabellen verwiesen wird. Somit also Redundanzen vermieden werden und stets auf die Originalattribute gezeigt wird. Die Änderung eines Eigentümernamens einer Fläche wird in der Eingangstabelle rechts vollzogen und der Verweis zeigt dann auf den aktuellen Eigentümer. Also hier haben wir mehrere Möglichkeiten. Normalerweise nehmen wir den Join-Operator.